Patrick Schnorf hat an der ETH studiert, er ist in seiner Erstausbildung, er verschweigt das zwar in seinem CV heutzutage, aber er ist Forstingenieur, das stimmt, oder? Richtig, Forstingenieur ursprünglich. Er hat sich dann fortwährend weitergebildet. Ein Hintergrund dazu ist, dass der Patrick Schnorf schon seit vielen Jahren tätig ist in der Wirtschaft. Er ist, wenn ich es mir recht notiert habe, seit 2004 bei Würst und Partner. Das und ist dann mal weggefallen, jetzt heißt noch Würst Partner, dort ist er Partner, dies seit 2011. Und er ist auch in der Geschäftsleitung von Data House, das ist eine Tochter von Würst Partner. Seine Schwerpunkte sind Beratung, Forschung, Analysen zum Immobilienmarkt, recht breit abgestürzt, immer mit einem großen Auge auf Daten. Auch in der Prognostik ist er tätig. Weiter, was auch spannend ist, er berät im Bereich von Management-Informationssystemen und selbstverständlich ist er auch sonst in der Strategieberatung von Würst Partner tätig. Patrick, ich übergebe dir das Wort und freue mich sehr auf deinen Vortrag. Wie gehabt, wir werden in der ersten Stunde den Input hören und in der zweiten Stunde werden wir wiederum im Fishbowl-Format mit eurer aktiven Teilnahme diskutieren, Fragen beantworten, Fragen vertiefen. Patrick, ich freue mich. Ja, lieber Joris, herzlichen Dank für die nette Einführung. Es wird immer peinlicher, je älter das man wird, mit der Liste, was man alles schon gemacht hat. Es geht aber nicht um mich heute, sondern es geht um die Transformation of Urban Systems. Ich glaube, einen Beitrag machen zu können an der Schnittstelle von der Praxis, von dem, was wirklich gebaut wird, zur Theorie, zum Verständnis, wieso gebaut wird, wieso nicht gebaut wird, wieso genutzt wird, wieso nicht genutzt wird, das ist mir ein großes Anliegen. Übrigens, Joris, wieso spreche ich nicht Englisch? Es ist nicht, dass ich nicht Englisch sprechen könnte, aber ich habe es verlernt, weil 2007, 2008 war eigentlich so ein Wendejahr. Damals hatten wir sehr viele ausländische Investoren, die Interesse hatten, in der Schweiz in den Immobilienmarkt zu investieren. Ich habe sehr viele Telefone damals auf Englisch geführt und habe wirklich eigentlich in meiner tagtäglichen Praxis habe ich sehr viel Englisch sprechen müssen, dürfen. Habe das auch gern gemacht. Da kam die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 und das Telefon war stumm. Niemand mehr wollte aus dem Ausland in der Schweiz investieren in Immobilien. Wieso war das so damals? Was hat sich verändert? Es haben sich zwei Dinge fundamental verändert. Erstens der konjunkturelle Ausblick. Es war die Subprime-Krise, die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich angebahnt. Man war unsicher, verdient man denn noch Geld überhaupt mit Immobilien? Und zweitens die Zinsen damals, die Finanzierung, Zinsen waren eigentlich auf dem Sinkflug schon, aber die Finanzierungssituation hat nicht mehr funktioniert und der Schweizer Franken ist immer stärker geworden, eigentlich in diesen Jahren schon. Also fundamentale Dinge haben sich verändert, sodass es dazu gekommen ist, dass ich in den letzten 12 Jahren eigentlich nicht mehr Englisch sprechen musste. Deshalb habe ich mich heute entschieden, hier auch diese Vorlesung oder dieses Input-Referat auf Deutsch zu machen. Ich möchte einsteigen mit einer sehr anschaulichen Geschichte. Es ist die Geschichte des Auf und Abs des Immobilienmarktes, der Bautätigkeit. Wir versuchen das zu messen eigentlich in der Schweiz, das ist die Gesamtschweiz, der total leerstehenden Wohnungen, der Wohnbautätigkeit, das ist die gesamte Angebotsseite, was man eigentlich jährlich beobachten kann. Und es wird ja viel darüber gesprochen, ob jetzt zu viel gebaut wird, wo das zu viel gebaut wird. Und ich möchte zum Einstieg hier einfach mal ein paar Zahlen Ihnen zeigen. Es wird heute, wenn wir die Angebotsseite am Schweizer Markt anschauen, von der Gesamtzahl der Wohnungen, liegen wir auf einem Niveau von über 20% über dem Krisenniveau der 90er Jahre. Und doch ist irgendetwas fundamental anders heute. Natürlich, die Nachfrageseite ist auch gewachsen. Und es hat sich aber einige Dinge haben sich trotzdem verändert zu den 90er Jahren und da möchte ich jetzt auch genauer hinschauen. Wenn wir das gesamte Angebot mal abzüglich eines quasi optimalen Leerstandes, es braucht einen gewissen Leerstand, damit die Wohnungen überhaupt am richtigen, zu den richtigen Personen kommen können. Wir messen diesen quasi optimalen Leerstand in dem Zeitpunkt, wo die Preise im Gleichgewicht sind. Dort haben wir registriert, dass das
im langfristigen Mittel etwa bei 1,3% Leerstand ist. Diese 1,3% kann man vom gesamten Volumen abziehen und bekommt dann eigentlich das heutige Angebot. Und dieses heutige Angebot können wir auch der Nachfragekurve gegenüberstellen. Die Nachfrage ist eigentlich die Saldo der jährlichen Haushaltsbildung in der Schweiz. Das ist natürlich die Zuwanderung, die Personen, die jedes Jahr in die Schweiz kommen. Etwa 80% dieser Haushaltsbildung ist das Wachstum durch die Zuwanderung. Und etwa 20% ist der Geburtenüberschuss. Wir haben im Moment in der Schweiz eine Situation mit einem positiven Geburtenüberschuss. Das heißt, es gibt mehr Geburten als Todesfälle im Moment in der Schweiz. Was wir daraus errechnen können, was sofort sichtbar wird, wir haben in den letzten 15 Jahren eine Angebotsunterversorgung gehabt zwischen 2007 und 2015, einen Wohnungsmangel eigentlich im Verhältnis zur Nachfrage, die außerordentlich stark war im Zuge der Personenfreizügigkeit, die eingeführt wurde. 2007 sind sehr viele Personen aus dem Ausland eigentlich in die Schweiz eingewandert. Und wir sehen auch hier eben dieser Anstieg der Bautätigkeit 2013, 2015 bis 2017. Der ist mittlerweile so stark, dass wenn man das auf die Nullachse normalisiert, dass sich hier ein Wohnungsüberfluss, eine Überproduktion eigentlich anbahnt. Wir können mit dieser Saldorechnung eigentlich auch aufzeigen, einerseits in der Stufe Gesamtschweiz, dass wir hier die Situation der 90er Jahre noch nicht erreicht haben. In den 90er Jahren gab es eine Immobilienkrise in der Schweiz. Es gab zwei fundamentale Faktoren, die auseinanderliefen. Es war die Nachfrage, die zurückging im Zuge der Konjunktur. Es wurden nicht mehr so viele Stellen geschaffen. Die Beschäftigung wuchs nicht mehr so stark. Damals eine Rezessionsphase in den 90er Jahren. Die Wirtschaft lief schlecht und der Wohnungsbedarf auf der Nachfrageseite war klein. Gleichzeitig wurden sehr viele Wohnungen auf den Markt gebracht. Der Bund hat damals Wohnbauförderprogramme initiiert. Es wurde sehr viel gebaut in den 90er Jahren und dieser Anstieg hat dazu geführt, dass es eine überbordende Wohnbautätigkeit im Verhältnis zur Nachfrage gab. Wir bewegen uns im Moment immer noch eigentlich in den Nutzermärkten, aber Sie merken schon, die Investoren und die Baufirmen, die haben hier irgendwo einen Einfluss. Und worum geht es auch? Eine der Leitfragen, die wir heute anschauen möchten, eben warum sind Nachfrage und Angebot zur Nutzung von Wohnraum im Ungleichgewicht? Auf die Situation der 90er Jahre bin ich schon eingegangen. Damals Rezession, gleichzeitig die Wohnbauförderprogramme des Bundes. Es wurde sehr viel angestoßen. Noch sehr viel war schon in der Planung, das dann realisiert wurde. Es hat dazu geführt zu diesem Überhang. Wir möchten aber diese Leitfrage heute noch genauer anschauen. Was ist denn heute im Moment eigentlich in diesem Gesamtvolumen? Was läuft hier falsch, dass eigentlich zu viele Wohnungen gebaut werden? Ein wesentlicher Faktor ist im Moment das monetäre Umfeld. Das sind die Zinsen, die dazu führen, dass es für die Investoren im Verhältnis zu anderen Anlageklassen sehr interessant ist, in Immobilien zu investieren, obwohl sie auch mit Immobilien nicht mehr so viel Geld verdienen wie in den vergangenen Jahren. Ich werde darauf noch zurückkommen. Es ist aber auch eine Aufgabe von uns, heute auf diese räumlichen Unterschiede anzuschauen. Ich habe am Beispiel von zwei Kantonen diesen Wohnungsmangel und Überfluss, das kann man nämlich auch auf kleiner räumlichen Stufe, wir haben jetzt mal die Kantone in den Fokus gefasst, anschauen. Kanton Genf, sehen Sie, seit vielen Jahren eigentlich ein Wohnungsmangel, eine Knappheit. Es gibt mehr Nachfrage dort von der Haushaltsbildung her und von dem Geburtenüberschuss, als Wohnungen auf den Markt kommen. Eine ganz andere Situation im Kanton Aargau. Und Sie ahnen es schon, zwei unterschiedliche Kantone, der Kanton Aargau, ein Mittellandkanton mit recht großzügigen Baulandreserven noch, wo eben im Moment in dieser Situation des Zinsantriebes, des Antriebes investorenseitig und bauseitig sehr viel gebaut wird. Dort sehen wir eine Überproduktion im Kanton Genf, wo es Restriktionen gibt, wo es eine sehr große Knappheit eigentlich an Entwicklungsräumen gibt. Dort eine ganz andere Situation, ein Überfluss, ein Nachfrageüberfluss, den wir so messen können. Leitfrage 2, die ich heute mit Ihnen anschauen möchte, warum gibt es eigentlich diese räumlich unterschiedlichen Entwicklungen? Und wie kann man sie messen? Wir müssen sie irgendwie messen, um in der Diskussion auch weiterzukommen. Natürlich ist die qualitative Diskussion über die Entwicklung unserer Lebensräume, über die Entwicklung von Immobilien
von Grundstücken essentiell, aber auch die quantitative Dimension ist sehr wichtig, um zu sehen, wo haben wir solche Nachfrageüberhänge, wo müssen wir in Zukunft auch damit rechnen, wo gibt es schon Infrastruktur, wo muss entwickelt werden. Dies zur Einleitung. Ich möchte jetzt eigentlich einsteigen in dieses bereits von Joris angekündigte Vierquadrantenmodell von Di Pasquale Witten. Ich bin ein absoluter Fan als Ingenieur ETH von diesem Systems Engineering oder diesem Systemansatz, einfach weil es hilft, eigentlich die Zusammenhänge der verschiedenen Systeme zu erkennen. Und wenn ich ein Ziel habe heute, dann ist es, dass Sie das mitnehmen von mir, dieses Vierquadrantenmodell, dieses einmal begriffen haben und sehen damit, wie die Systeme zusammenhängen. Wir haben im Wesentlichen vier große Teilsysteme. Das sind die vier Quadranten. Sie sehen schon sehr viele Kurven, die da eingezeichnet sind. Es wäre didaktisch interessanter gewesen, den Nutzermarkt, Anlagemarkt, Baumarkt und Gebäudemarkt mal ohne Linien zuerst darzustellen. Habe ich leider hier nicht mitgebracht in der Folie. Aber ich möchte zuerst einsteigen mit dem Nutzermarkt, mit dem Quadranten rechts oben. Auf diesem Nutzermarkt, dort bilden sich die Preise, die bezahlt werden für Flächen. Das sind Mieten, das sind Wohnungsmieten, das sind Haushalte, die Wohnungen nachfragen und eine bestimmte Zahlungsbereitschaft haben für das bestehende Angebot an Wohnungen. Es sind aber auch Büroflächen. Auch Büroflächen werden nachgefragt von den Unternehmen, natürlich auch Gewerbeflächen, Detailhandelsflächen, Flächen für Freizeitnutzungen, im weitesten Sinn eigentlich Flächen für die Raumnutzung, die unter diesem sogenannten Nutzermarkt zu subsumieren sind. Und Sie sehen eine Kurve. Diese Kurve, diese gebogene Kurve im Nutzermarkt im rechten oberen Quadranten, die sagt nichts anderes, als dass bei einem bestimmten zur Verfügung stehenden Bestand und einer bestimmten Nachfrage eigentlich eine, wenn man dieser Kurve folgt, eine bestimmte Marktmiete realisiert werden kann. Ich schaue, ob wir hier einen Pointer haben, das ist vielleicht fast einfacher. Bei einem bestimmten zur Verfügung stehenden Bestand, hier auf dieser Achse, wo der Bestand eingezeichnet ist, je weiter man sich nach oben bewegt, desto höher ist der Flächenbestand, desto höher sind die zur Verfügung stehenden Wohnungen. Und in diesem Gedankenmodell bedeutet das, wenn der Bestand ansteigt, dann trifft man, wenn man dieser Linie folgt, auf diese Kurve des Nutzermarktes und das löst eine bestimmte Miete aus. Nach dem Grundsatz, nach dem ökonomischen Grundsatz von Angebot und Nachfrage bedeutet das nichts anderes, wenn man sich weiter nach außen bewegt auf der Bestandeskurve, steigt das Angebot, es trifft auf diese Angebots-Nachfrage-Gleichgewichtskurve und die Nachfrage nach Wohnungen und nach Flächen wird besser befriedigt, was letzten Endes dazu führt, dass tiefere Mieten bezahlt werden. Was wir feststellen im Moment im Schweizer Immobilienmarkt, ist nichts anderes als genau diese Situation. Es werden mehr Flächen, mehr Wohnungen zur Verfügung gestellt. Das führt dazu, dass die Nachfrage besser befriedigt ist, damit die Zahlungsbereitschaft sinkt und die Marktmieten sinken. Jetzt wird es interessant. Wir haben erst einen einzigen Quadranten angeschaut. Hier werden die Mieten definiert, die hier auf der Marktmietachse eingezeichnet sind. Diese Mietsignale werden nun in den nächsten Quadranten, in den Quadranten des Anlagemarktes übertragen. Die Investoren realisieren die Mietsignale und sie reagieren auf die Mietsignale. Ein bestimmtes Mietsignal trifft auf diese Kurve und je höher dieses Mietsignal ist, wenn wir ausgehen von diesem Punkt auf der Kurve, hier auf die Gleichgewichtskurve im Anlagemarkt treffen, desto höher ist auch der Preis, der letzten Endes für Immobilien, für gebaute Substanz eigentlich bezahlt wird oder auch für Projektentwicklungen bezahlt wird. Das heißt, je höhere Mieten sich realisieren lassen, desto interessanter ist es eigentlich für die Investoren, solche Objekte wie zum Beispiel Wohnungen am Schweizer Markt oder auch in anderen Märkten zu entwickeln. Das heißt, die Zahlungsbereitschaft für Grundstücke, für zu bebauende Grundflächen für Grundstücke, aber auch schon für gebaute Gebäudesubstanz steigt. Dieses Signal wird dann in den dritten Quadranten übertragen, zu den Bauunternehmen, in den Baumarkt und dort werden entsprechend, je höher der Preis ist, je höher die Zahlungsbereitschaft ist, umso mehr Flächen realisiert, wenn man hier diese Kurve folgt,
ein bestimmtes Signal aus dem Preis, aus dem Investorenmarkt, induziert eine Reaktion hier wieder auf diese Baumarktkurve, die dann eine bestimmte Neubautätigkeit realisieren. Je höher diese Zahlungsbereitschaft ist, desto tiefer unten trifft man auf diese Gleichgewichtskurve und desto mehr Neubauflächen und Wohnungen werden eigentlich realisiert. Und jetzt kommen wir zum rechten unteren Quadranten. Das ist eigentlich der reaktive Quadrant, der Gebäudepark. Dort, wo die Flächen dann entsprechend realisiert sind, bedeutet das nichts anderes, dass durch einen erhöhten Neubau der Gebäudepark ansteigt, die gebauten Flächen ansteigen und damit der zur Verfügung stehende Bestand hier entsprechend ansteigt. Und in diesem Kreislauf schließt sich eigentlich dann der Kreis und durch einen größere gebaute Bausubstanz werden dann eben eigentlich die Bedürfnisse am Nutzermarkt der Mieterinnen und Mieter, der Flächennutzer besser befriedigt, was dann schlussendlich dazu führt, dass die Marktmietsignale sinken und sich hier eigentlich dieser Rückschluss auf dem Investorenmarkt über den Baumarkt schließt, die es eine Rückkopplung gibt und die Investoren realisieren, okay, die Marktbedürfnisse sind besser befriedigt, wir müssen eigentlich nicht mehr so viel bauen. Ich möchte jetzt einen kleinen Einschub machen und Ihnen noch ein paar Inhalte geben zu diesen einzelnen Quadranten, die Ihnen aufzeigen, welche Kräfte in diesem Nutzermarkt, in diesem Anlagemarkt und im Baumarkt wirken. Einsteigen möchte ich hier beim Gebäudepark. Das ist eigentlich für dieses Modellverständnis, für dieses Systemsverständnis, ist eigentlich der reaktive Quadrant. Hier im Gebäudepark werden eben die Flächen dann, die gebaut werden, zur Verfügung gestellt. Was vielleicht dort noch wichtig ist, es gibt auch natürlich Verwaltungskosten in diesem Gebäudepark, die einfließen. Aber das ist ein Nebenschauplatz eigentlich, das ist ein reaktiver Quadrant in diesem Modell, der eigentlich vor allem für das Verständnis des Kreislaufs wichtig ist. Wichtig ist für das Verständnis im Nutzermarkt, wir haben dort Nachfrage und Angebot, die auf einer Gleichgewichtskurve entsprechend eines höheren Angebotes eben dazu führen, dass tiefere Mieten bezahlt werden und umgekehrt, wenn das Wohnungsangebot oder das Flächenangebot knapp ist, eben höhere Mieten. Zentral für das Verständnis ist eigentlich auch der Flächenbedarf dort. Und das ist schon etwas Wichtiges auch, das ich Ihnen heute mitgeben möchte. Den Flächenbedarf pro Kopf, den müssen wir uns genauer anschauen. Da ist nämlich in den letzten 10 bis 20 Jahren etwas passiert in der Schweizer Wirtschaft und der Schweizer Gesellschaft. Einfach gesagt, pro Kopf benutzen wir heute zum Arbeiten weniger Fläche als vor 15 Jahren, aber mehr Wohnfläche. Wir benutzen weniger Fläche zum Arbeiten. Die Unternehmen sind hier effizienter geworden. Wir sind nicht mehr so bereit, so viel Platz eigentlich zu investieren für unsere Arbeitskräfte. Das ist die eine Seite der Geschichte, aber die andere und noch wichtigere Seite der Geschichte ist, die Schweiz entwickelt sich immer mehr in Richtung Dienstleistungswirtschaft und in einer Dienstleistungswirtschaft, wo die Produktion, die flächenintensive Produktion nicht mehr im Land stattfindet oder in einer anderen Art und Weise im Land stattfindet, braucht es auch nicht mehr so viele Fläche eigentlich pro Kopf, pro Beschäftigten. Es ist wichtig zu wissen, die Flächennachfrage pro Kopf in den letzten Jahren hat abgenommen. In der Pro-Kopf-Flächennachfrage für den Wohnraum hat sie in den letzten 30, 40, 50 Jahren eigentlich stetig zugenommen. Das Wachstum war kräftig, vor allem eigentlich in den 80er und 90er Jahren, der Wohnfläche pro Kopf. Heute haben wir etwa 45 Quadratmeter Wohnfläche, die jeder von uns im Durchschnitt natürlich konsumiert. In jungen Jahren vielleicht weniger, aber in älteren Jahren mehr. Sind heute 45 Quadratmeter und dieses Wachstum, das hat in den 90er Jahren war das noch 0,5 Quadratmeter pro Person, jedes Jahr, dass wir mehr konsumiert haben, ist dann in den Nullerjahren zwischen 2000 und 2010 auf ein Zusatzwachstum von 0,2 Quadratmetern angestiegen und ist heute immer noch positiv, das heißt, es dehnt sich immer noch ganz leicht aus, im Schnitt der Schweiz mit 0,1 Quadratmeter pro Person, aber dieser Trend ist sehr unterschiedlich räumlich und das werden wir uns noch anschauen. In den Städten ist es teilweise so, dass weniger pro Kopf Fläche konsumiert wird heute. Aber in den ländlichen Gebieten und in den Agglomerationen dehnt sich eigentlich das System immer noch aus, sodass es netto im Gesamtsystem Schweiz immer noch eine Ausdehnung gibt. Also wichtig zu wissen, in diesem Nutzermarkt pro Kopf, der Flächenkonsum für die Beschäftigten nimmt laufend ab, immer noch. Und der Flächenkonsum pro Kopf
für die private Wohnbevölkerung dehnt sich eigentlich noch weiter aus. Das heißt, wir haben Wachstum, wir haben ein Nachfragewachstum. Und dieses Nachfragewachstum ist einerseits gesteuert durch die Pro-Kopf-Nachfrage, aber andererseits, und das ist völlig natürlich, ist es auch gesteuert durch die Konjunktur und die relative Attraktivität und die Regulatorien in der Schweiz. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass 80% der Zusatznachfrage generiert wird durch die Nettozuwanderung, dann ist es eben auch wichtig zu wissen, wie die Schweiz dasteht, ob Arbeitsplätze in der Schweiz geschaffen werden können, ob die Schweiz es zulässt, zusätzliche Wohnbevölkerung hier anzusiedeln, zusätzliche Beschäftigte eine Arbeitsstelle zu geben. Und diese Bewegung, die haben wir einleitend in meinen Folien gesehen, die ist sehr zyklisch und die ist sehr stark auch geprägt durch die relative Attraktivität der Schweiz. Wir sehen, dass in den letzten 3 Jahren die Attraktivität in Deutschland für Arbeitsplätze ist gestiegen. Die deutsche Wirtschaft lief außerordentlich gut und viele Deutsche sind wieder zurückgewandert in ihr Heimatland, obwohl sie vielleicht eine Stelle schon hatten in der Schweiz, weil sie bessere Jobmöglichkeiten hatten. Die Nachfrage geriet unter Druck im Verhältnis zu den Vorjahren. Das Spitzenjahr 2008, das die Schweiz damals mit einer Zuwanderung netto über 100.000 Personen gezeigt hat, das wurde nicht mehr erreicht. Das Zuwanderungsniveau letztes Jahr war noch netto im Bereich vielleicht von 60.000 Personen, also deutlich unter den Spitzenjahren der Nullerjahre. Weshalb? Weil die Schweiz relativ im Verhältnis zu anderen Systemen, und damit sehen wir eben auch, es ist auch wichtig, nicht nur im System Schweiz zu denken, sondern auch in einer internationalen Vernetzung zu denken, weil die Schweiz relativ zwar immer noch attraktiv ist, aber auch andere Staaten zugenommen haben. Okay, so viel zum Nutzermarkt. Jetzt wird es interessant am Anlagemarkt, an den Investoren. Was passiert dort? Was ist dort entscheidend? Was können wir messen? Wir können auf der einen Seite messen die Aktivität der Handänderungen, das heißt, wie viele Grundstücke gekauft werden, wer diese Grundstücke kauft. Wir wissen aber auch, eine ganz wichtige Bestimmungsgröße für diesen Anlagemarkt ist die Zinsentwicklung. Und das werde ich gleich in den nächsten 5 Minuten noch aufzeigen, weshalb diese Zinsentwicklung so wichtig ist in diesem 4-Quadranten-Modell. Wichtig ist letzten Endes für die Immobilieninvestoren, welche Renditen am Markt erzielt werden können. Sie müssen ihre Risiken mit Renditen abgedeckt bekommen, damit sie überhaupt investieren. Niemand ist bereit, Geld in die Hand zu nehmen, wenn er ein Ausfallsrisiko hat, beispielsweise, dass seine Immobilie nicht genutzt werden kann oder dass sie politisch durch Prozesse vollständig blockiert wird. Hier müssen entsprechend die Risiken abgedeckt werden. Dann, ich habe es gesagt, Lex Koller, Richtlinienhypothekarvergabe, das war in den Nullerjahren ein entscheidendes Kriterium, das viele ausländische Investoren kein Interesse mehr hatten in der Schweiz, nämlich die Richtlinien der Hypothekarvergabe in den Ursprungsländern. Die haben schlicht und einfach das Geld nicht mehr bekommen, Immobilien zu finanzieren und um in der Schweiz zu investieren. Zusätzlich gab es noch Währungseffekte, aber das war ein entscheidender Faktor eigentlich, dass die ausländischen Investoren, die recht aktiv waren, Anfang Nullerjahre in der Schweiz, nicht mehr aktiv geworden sind. Wer weiß, was es auf sich hat mit Lex Koller? Wem sagt das etwas? Vielen von euch wahrscheinlich. Es bedeutet, dass ausländische Investoren in der Schweiz nicht in Wohnliegenschaften investieren dürfen. Es ist ein Regulatorium, das in den 60er oder 70er Jahren eingeführt wurde, damals eine sehr heiße Wachstumsphase in der Schweiz. Und man hat versucht, eigentlich mit diesem Werkzeug die Spekulation einzudämmen, das heißt den Grundstückkauf durch fremde, in Anführungs- und Schlusszeichen, ausländische Kapitalgeber, die auf Aufwertungen spekuliert haben, und hat dieses Werkzeug damals eingesetzt. Gleichzeitig wollte man aber auch nicht das Wirtschaftswachstum unterbinden und die gute internationale Verflechtung der Schweiz verhindern und hat dieses Werkzeug nur auf Wohnliegenschaften eigentlich ausgedehnt. Man wollte vor allem eigentlich die Wohnbevölkerung auch vor überbordenden Preisen, überbordenden Mietpreisen damals schützen. Also es ist entscheidend auch, ob die Investoren überhaupt hier aktiv sein können, welche Investoren überhaupt auch ein Interesse haben zu entwickeln. Wir werden das auch dann noch sehen, wenn wir die Gleichgewichtskurve gleich in wenigen Minuten nochmals anschauen. Am Baumarkt werden Neu- und Umbauten realisiert. In der Vergangenheit haben wir uns sehr, sehr stark in der Schweiz auf die Neubautätigkeit fokussiert, auf das Entwickeln der grünen Wiese.
diese Ära dürfte bald einmal zu Ende gehen mit der Bodenknappheit und der Raumplanungsrevision RPG 1 mit der ersten Version, die vor wenigen Jahren angenommen wurde. Dort wurden die Weichen nun gestellt, dass es mehr in Richtung Umnutzung gehen soll, in Richtung Nachverdichtung, in Richtung Innenentwicklung. Ein Querschnittsthema dieser Vorlesung eigentlich per se. Es ist einfach wichtig zu erwähnen, hier dieses Modell wird dadurch noch komplexer, eigentlich was entwickelt werden kann. Das ist nicht ganz einfach, aber es ist wichtig zu wissen, es sind einerseits Neubauten natürlich auf zusätzlich eingezogenem Bauland möglich, aber auch Transformationsprozesse sind hier wichtig für das Verständnis. In diesem Quadranten des Baumarktes sind die Regulatorien enorm wichtig. Und das ist auch ein entscheidender Faktor hier für das Verständnis der räumlichen Entwicklung. Hier greift der Staat maßgebend ein. Viel mehr als in anderen Märkten. Natürlich im Nutzermarkt gibt es das Mietrecht, das einen Mieterschutz gibt. Es führt auch dazu, dass es in den letzten Jahren eigentlich tendenziell günstig war für die Mieterinnen und Mieter, in ihrer bestehenden Wohnung zu bleiben, weil sie haben regelmäßig von diesem System des Referenzzinssatzes profitiert. Der Referenzzinssatz mit den sinkenden Zinsen muss der Eigentümer auf Anfrage der Mieterinnen und Mieter muss er einen Teil der Finanzierungsvorteile an die Mieter zurückgeben und die Miete senken mit sinkendem Referenzzinssatz. Das gilt für die laufenden Verträge, aber es gibt eine gewisse Freiheit eigentlich bei einer Neuvermietung einer Wohnung, den Mietpreis eigentlich den Marktverhältnissen anzupassen. Und das hat auch dazu geführt, dass viele Mieterinnen und Mieter eigentlich in ihren Wohnungen geblieben sind. Aber man muss realistisch sein, wir haben einen sehr guten, funktionierenden Mietwohnungsmarkt. Dieser Nutzermarkt ist eigentlich vom Mietrecht nicht im Allgemeinen, im Querschnitt der Schweiz, nicht vollständig und ganz hart getroffen. Es gibt doch eine recht hohe Marktfreiheit. Ausnahme Kanton Genf. Dort gibt es ein sehr starkes Mietrecht und ein sehr starkes Entwicklungsrecht auch. Der Staat greift sehr stark auch ein und er greift eben auch wieder ein in diesen Baumarkt. Er greift aber auch direkt ein in die Preisbildung, indem er sagt, eine Wohnung darf nur zu bestimmten Preisen am Markt angeboten werden. Also der Staat greift hier in verschiedene Teilmärkte relativ stark ein, stärker als das im Schnitt der Schweiz der Fall ist. Aber wir sind im Baumarkt drin und hier wirken eben, das ist eigentlich Ihr Kernfeld, ja, wo Sie dann auch wahrscheinlich später immer wieder in Kontakt kommen werden, das ist das Kernthema dieser Vorlesung. Hier greift die Raumplanung außerordentlich stark ein auf den bekannten drei Ebenen, auf der obersten Ebene, auf der Bundesebene mit der Trennung von Siedlungs- und Nichtsiedlungsgebiet, mit den grundsätzlichen Vorschriften, dass die Kantone Richtpläne erstellen müssen, dass sie ihr Siedlungsgebiet planen müssen. Dann auf der Seite der Kantone, die in den Diskussionen stehen mit den Städten und Gemeinden und eigentlich für die nächsten mindestens 15 bis 30 Jahre einen Richtplan festlegen, wo entwickelt werden soll und wo nicht und in welcher Stärke. Und dann auf der tiefsten Ebene die Gemeinden, die haben eigentlich, und das ist augenscheinlich in der Schweiz, ein hohes Gestaltungsrecht auf der einen Seite, indem sie sagen können, Bauvorschriften ausgestalten können, sie können bestimmen, ob Flachdächer oder Steildächer gebaut werden, sie können auch bestimmen, ob es eine Zone W2 oder W3 gibt, aber sie müssen sich im Rahmen der Richtpläne der Kantone bewegen und haben heute nicht mehr die Freiheit, die sie noch vor 40, 50 Jahren gehabt haben, einfach frei einzonen zu dürfen. Vielleicht haben Sie das auch in den Medien ein bisschen die Diskussion verfolgt, wahrscheinlich schon als Fachleute, was im Kanton Zürich im Moment in der Diskussion der Mehrwertabgabe läuft. Der Kanton Zürich hat es leider nicht geschafft, bis am 1. Mai 2019 das System der Mehrwertabgabe genau zu definieren. Und deshalb gibt es einen absoluten Einzonungsstopp im gesamten Kanton Zürich, bis dieses System nicht definiert ist. Es ist eine politisch amüsante Geschichte, die aber natürlich für die Immobilieninvestoren überhaupt nicht lustig ist. Es gibt Unsicherheit, es gibt für die Grundeigentümer Unsicherheiten, weil man es nicht geschafft hat, in diesem eigentlich interessanten, wichtigen und grundsätzlich guten Systemwechsel, Systemeinführung der Mehrwertabgabe, eine Lösung zu kriegen.
Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde über die Mehrwertabgabe diskutieren, aber es geht zu weit. Ich muss zurückkommen auf den Baumarkt. Hier wird außerordentlich stark eingegriffen und reguliert, wer wo was bauen darf. Das ist wichtig zu wissen. Ich habe Ihnen ein paar Zahlen mitgebracht, aber dann möchte ich wirklich runterstechen noch auf dieses Thema der Aktualität, der Tiefzinssituation und das anschauen, was das bewirkt in diesem Systemmodell, in diesem Vierquadrantenmodell. Einfach ein paar Zahlen, natürlich hier auch nicht zum Auswendiglernen, aber dass Sie es mal gesehen haben, so die Kräfteverhältnis Nutzermarkt Wohnen gegenüber Nutzermarkt Geschäft. Wir sprechen von ungefähr 8 Millionen Einwohner in 4,3 Millionen Wohnungen, also ungefähr, das ist noch Zahlen 2017, mittlerweile sind wir bei 8,8 Millionen insgesamt, es sind gut 4,3, 4,4 Millionen Haushalte, die Entscheidungen treffen, wo sie wohnen möchten, wie sie wohnen möchten. Sie teilen sich ungefähr zu 60% in Haushalte auf, die in Mietwohnungen sind und zu 40% in Haushalte, die in Wohneigentum sind. Hier in Haushalten gemessen 2,3 Millionen Mieterhaushalte, die es dort im roten Bereich oben gibt. Im Nutzermarktgeschäft, auch das ein wichtiges Segment am Schweizer Immobilienmarkt, sind es etwa 5,1 Millionen Beschäftigte in 550.000 Arbeitsstätten. Sektor 3 ist außerordentlich wichtig geworden, mit einem Verhältnis von 4:1 ungefähr in Bezug auf die Beschäftigten. Der Sektor 2 mit 1,1 Millionen Beschäftigten in 90.000 Arbeitsstätten. Dieser klassische Industriesektor wird kleiner und kleiner relativ gesehen. Den Sektor 1, die Landwirtschaft, die habe ich hier ausgeblendet. Weshalb habe ich sie ausgeblendet? Es ist eine eigene Welt, die Landwirtschaft. Da gibt es auch eigene Gesetze. Es gibt das bäuerliche, das Bundesbeschlüsse über das bäuerliche Grundrecht. Es gibt hier wirklich auch eigene Gesetze, die die Nutzbarkeit der Grundstücke und der Landwirtschaft eigentlich einschränken. Deshalb absolut separat betrachtet. Ein kleiner Exkurs dazu noch. In dieser RPG 2, RPG 3 wird natürlich jetzt über das Bauen außerhalb der Bauzone diskutiert. Da ist es durchaus eigentlich wichtig zu wissen, was mit den Landwirtschaftsgebäuden gemacht werden kann. Aber es ist ein Nebenschauplatz, sage ich einmal, bekommt recht viel Aufmerksamkeit im Moment, aber es ist natürlich für die ganze Raumentwicklung in der Schweiz ist es ein Nebenschauplatz. Schauen wir uns an den zweiten Quadranten an, mal so ein bisschen mit ein paar Zahlen, habe ich das versucht zu messen. Was wird da überhaupt umgewälzt am Schweizer Anlagemarkt? Es sind etwa 50 Milliarden, die hier die Hand ändern, jedes Jahr geschätzt. Es ist auch wichtig zu wissen, wie viele Wohneigentumseinheiten, wie viele Mehrfamilienhäuser ungefähr die Hand wechseln. Es sind gar nicht so viele gemessen in Häusern, bei den Mehrfamilienhäusern, natürlich sehr viele Einheiten im Stockwerkeigentum, aber es sind hier wichtige Entscheide, die gefällt werden, eigentlich auf relativ wenigen Einheiten. Transaktionsmarktgeschäft, geschätzt mit 35 Milliarden, etwas weniger wichtig, aber durchaus auch relevant. Zum Anlagemarkt Schweiz, hier ein erster Einblick auch, wie die Investoren hier denken. Und das ist sehr wichtig für das Verständnis, ob in Immobilien und in Grundstücke investiert wird oder nicht. Wenn in Grundstücke investiert wird, dann ist es immer mit einer zukünftigen Erwartung von Mieterträgen, wenn wir diese ökonomische Logik ansetzen, oder natürlich eine Nutzbarkeit, wenn es nicht ökonomisch ist, was man machen kann mit den Flächen. Aber ein Investor in diesem ökonomischen Modell wird sich immer fragen, wie viele Erträge kann ich realisieren mit Immobilienanlagen? Und er wird sich auch immer fragen, wie viele Erträge kann ich realisieren mit Alternativanlagen, wenn ich mein Geld in risikoarme Anlagen wie zum Beispiel Bundesobligationen investiere. Was bekomme ich dort? Das ist sehr wichtig für mich, dass Sie das mitnehmen. Diese Gefäße, die kommunizieren miteinander, diese Anlagegefäße. Ein Investor wird immer einen Anlageentscheid so zu fällen versuchen, dass er ein möglichst optimales Risikorenditeprofil erhält. Man bekommt keine Rendite ohne Risiko praktisch. Außer vielleicht kann man sagen mit Bundesobligationen. Jetzt schauen Sie aber mal, wo die blaue Kurve sich bewegt. Bei Null oder praktisch unter Null sogar. Das heißt, man muss sogar noch Geld dafür bezahlen, dass man eben heute eigentlich sehr risikoarm unterwegs ist.
Es ist, sind absurde Verhältnisse, die auch in einem internationalen System sich so ergeben haben, dass das heute so ist, dass die Zinsen praktisch bei Null oder sogar unter Null sind. Und Sie sehen eigentlich diese Parallelität der roten und der blauen Kurve. Die rote Kurve, das sind die Spitzenrenditen von Mehrfamilienhäusern netto betrachtet, das heißt eigentlich unter Berücksichtigung der Betriebs- und Verwaltungskosten und so weiter. Was am Schluss eigentlich noch übrig bleibt, also wenn man diese Kosten noch abzieht, dann sind das bei den Spitzenrenditen heute unter 2% pro Jahr, die man mit einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Zürich verdienen kann. Natürlich können die Renditen höher sein, wenn man vielleicht früher schon eingestiegen ist am Markt, aber das sind aktuelle Marktrenditen, was heute bezahlt wird für ein Mehrfamilienhaus. Also wenn ein Investor ein Mehrfamilienhaus für 10 Millionen Franken kauft, bekommt er heute unter 200.000 Franken jährliche Mieterträge eigentlich daraus zurück. Bei den Bundesobligationen verdient er gerade null. Das zeigt eigentlich, dass hier entsprechend natürlich die Zahlungsbereitschaft enorm gestiegen ist, weil man doch immerhin noch Erträge realisieren kann mit den Immobilien. Das ist wichtig für das Verständnis. Es ist natürlich so, dass hier nicht nur die Anlageseite, was erzielt werden kann an Erträgen, mit Anlagen ins Auge gefasst wird von Investoren, sondern auch die Finanzierungsseite ist außerordentlich wichtig. Das heißt, die Zinsen, die Hypothekarzinsen, auch das werden Sie als, wahrscheinlich vor allem aus den Medien vielleicht noch weniger selber merken mit eigenen Investments oder mit eigenem Wohneigentum, aber die Zinsen, die Leitzinsen heute, die Hypothekarzinsen, bewegen sich im Bereich von 1,5%. Das ist auch der Referenzzinssatz, der gebildet wird von der SNB, der angewendet wird am Schluss für das Ansetzen im Mietrecht. 1,5% oder teilweise sogar unter 1%, das man heute bezahlt eigentlich für das Geld. Und das führt dazu, dass die Zahlungsbereitschaft für Grundstücke und für Immobilien eigentlich enorm hoch ist heute. Das wiederum führt dazu, wenn ich zum Quadrantenmodell zurückblättere, dass eigentlich hier bei gegebenem Mietsignal hier eben die Zahlungsbereitschaft, ich habe noch eine bessere Folie, die kommt dazu, so stark ist, dass die Investoren außerordentlich gerne in Anlagen investieren, wie Mehrfamilienhäuser, die eben Erträge generieren. Und das ist eine meiner Lieblingsgrafiken. Was ist passiert in den letzten 10 Jahren? Die Kräfteverhältnisse im Wohneigentum, das eigentlich sehr dominant war, noch in den Nullerjahren, im Vergleich zu den gebauten Mietwohnungen, das sind die Jahre 2008 bis 2018, hier auch wieder 2008 bis 2018, Ende 2018, hier auch wieder die gleiche Zeitschiene. Das Wohneigentum hat kontinuierlich abgenommen und die Mietwohnungen haben kontinuierlich hier zugenommen. Heute werden rund 2/3 Mietwohnungen gebaut und ungefähr 1/3 Wohneigentum. Es ist eine sehr, sehr wertvolle Frage. Also die Frage ist letzten Endes, ist das nur getrieben von diesem Investorenmarkt, von diesem Quadranten links oben, oder sind die anderen Märkte, vielleicht haben die vielleicht auch noch einen Impact? Und selbstverständlich ist es nicht nur eine Folge des Anlagemarktes. Wenn wir zurückdenken, was in der Schweiz in den letzten 15 Jahren passiert ist mit der Personenfreizügigkeit, aus diesem Nutzermarkt ist ein Riesenpool von Zusatznachfrage generiert worden an Personen, die neu in die Schweiz gekommen sind. Und wenn jemand neu in ein Land einreist, ist nicht das Erste, was er macht, sehr viel Kapital mitnehmen und gerade einen Wohnsitz für 40 Jahre hier nehmen, sondern er will in erster Linie hier eine Stelle antreten und hier mal ein Zuhause finden. Und wenn er auf einen funktionierenden Mietwohnungsmarkt wie in der Schweiz trifft, ist natürlich diese Übernachfrage nach Mietwohnungen ebenso wichtig für das Verständnis, dass sehr viele Mietwohnungen entwickelt wurden. Vielen Dank für die gute Frage. Aber wir müssen schon festhalten, es kamen auch sehr viele Personen aus Ländern, die sich eigentlich gewohnt sind, etwas zu kaufen, die, wenn sie etwas hätten kaufen können, wahrscheinlich gerne auch ein Haus oder eine Wohnung gekauft hätten. Also die Systeme, die überlagern sich. In meiner Analyse ist es wahrscheinlich entscheidender, dass hier die Zinsen so gesunken sind, dass sehr viele Mietwohnungen von den Investoren bereitgestellt worden sind. Wir können das auch messen, indem wir die
Nutzerinnen und Nutzer direkt fragen, was wünscht ihr für eine Wohnform? Wir machen das auch seit über 20 Jahren mit dieser NZZ-Wirtspartner Immobarometer-Umfrage, wo wir messen eigentlich diejenigen Personen, ist ein repräsentatives Haushaltspanel durch die Schweiz. Wir fragen die Personen, was wünscht ihr für eine Wohnung? Wie groß muss die sein? Wollt ihr lieber kaufen? Wollt ihr mieten? Könnt ihr kaufen? Könnt ihr mieten? Und wir sehen dort eine tendenziell abnehmende Richtung im Wohneigentum, und, aber es ist immer noch, das Wohneigentum ist eigentlich immer noch eine große und sehr stark gewünschte Form. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, überspringe diese Folie noch mit diesen Größenverhältnissen am Gebäudepark und gehe direkt auf diese vor 5 Minuten angekündigte Folie. Was passiert denn im Anlagemarkt mit den tiefen Zinsen? Es passiert Folgendes. Diese Kurve hier im Anlagemarkt, wenn die Zinsen sinken, dann beginnt sie sich nach unten zu neigen. Mit anderen Worten, das gleiche Signal hier aus dem Nutzermarkt für eine Miete X bewirkt am Anlagemarkt hier durch die erhöhte Zahlungsbereitschaft einen erhöhten Preis eigentlich für die Grundstücke, die bezahlt werden, weil das Geld ist ja billiger, man kann sich günstiger refinanzieren. Das bewirkt hier einen Impact auf diese Baumarktkurve, der eben sich weiter nach unten verschiebt. Das bewirkt eine höhere Neubautätigkeit, eine stärkere Ausdehnung des Gebäudeparkes und eine bessere Befriedigung hier eigentlich der nutzerseitigen Flächennachfrage. Das ist genau das Phänomen, was wir im Moment am Schweizer Immobilienmarkt eigentlich beobachten können. Das ist das Zeichen, hier zum Abschluss zu kommen, eigentlich von meiner Seite in den letzten Teil noch einzusteigen. Ich möchte wirklich Transformation of Urban Landscapes nach diesem sehr theoretischen Gedankenmodell dieser 4 Quadranten, Nutzermarkt, Anlagemarkt, Baumarkt und Gebäudepark, hier noch mal einen Blick drauf zu werfen, was in den letzten Jahren wirklich passiert wird und mit Ihnen zu diskutieren, was wir hier erkennen können in der Schweiz. Wo hat das Wachstum stattgefunden? Ein Bild, das Sie sicher schon vielfach gesehen haben. Die Entwicklung der Ansiedlung der Wohnbevölkerung, des Wachstums der Wohnbevölkerung in den letzten 7 Jahren zwischen 2010 und 2007. Eigentlich müsste man ja erwarten, dass hier ein sehr starkes Wachstum in den Städten stattfindet durch die starke Zuwanderung. Wir wissen, die Zuwanderung, die fokussiert sich auf die Städte von den Präferenzen. Wenn Sie in ein neues Land geben, eine neue Stelle antreten im Ausland, dann werden sie sich in erster Linie wahrscheinlich auch an den Städten, an den Hochschulen, an den dort orientieren, wo es Jobs gibt. Und trotzdem hat dieses Wachstum eigentlich vor allem flächig stattgefunden. Sie sehen die Mittellandzone nach der Bodensee sehr stark entwickelt und am Genfersee eigentlich noch augenscheinlicher Kanton Genf, ganz hier im Westen eigentlich, Kanton Genf und auch der Genfersee, hat sich zwar stark entwickelt, aber noch stärker entwickelt hat sich das Wattland, eigentlich das Hinterland hier, Friburger Land, außerordentlich starke Entwicklung. Bül war eigentlich eine der, Friburg und Bül war zwei der wachstumsstärksten Städte in den letzten 10 Jahren hier. Sind dort wirklich so viele Jobs geschaffen worden? Jein. Die Jobs wurden vor allem eigentlich in Genf und in Lausanne geschaffen und viele Jobs wurden in Zürich geschaffen und trotzdem müssen die Leute den Wohnsitz nehmen, hier im Mittellandgebiet abseits der Städte. Also wir können schon aus dieser Optik sagen, wenn wir das vergleichen, dort wo eben auch schon die Einwohnerdichte groß ist und wo natürlich auch die Arbeitsstätten letzten Endes sind und wo eben viele Leute hin möchten, Genf, Basel, Zürich, genau dort hat das Wachstum in den letzten 7 Jahren eigentlich nicht stattgefunden, wenn wir das mal so flächig in der Übersichtsperspektive anschauen. Übrigens, in meiner Optik, wenn wir von Urban Systems sprechen, kann man durchaus sagen, dass es eigentlich 2 Systems gibt. Es gibt ein Urban System und es gibt ein Peripheral System oder ein Landside System. Dieses Landside oder Peripheral System, würde ich sagen, ist eigentlich dieser ganze südliche Bereich. Eigentlich, man kann sagen, diese Alpentrennlinie, die hier vom Nordosten bis in den Südwesten läuft, kann man sagen, alles, was eigentlich darunter liegt, sind eher ländliche Gebiete. Es gibt 3 Räume, die erwähnenswert sind noch. Hier das Napfgebiet im Mittelland, das eigentlich noch recht ländlich ist.
das Friburger Land, das auch Kanton Fribourg, das auch teilweise recht ländlich ist, und hier an der Schnittstelle in der Ostschweiz zwischen dem sehr aktiven, entwicklungsaktiven Rheintal und der Achse Wiel-St. Gallen, eigentlich dieses Appenzeller Toggenburger Land, das auch noch recht ländlich ist. Das sind so die Schnittstellen zwischen diesem Peripheral System und dem Urban System. Ansonsten muss man sagen, dehnt sich eigentlich dieser Wirtschaftsraum Zürich-Genf, das sind die beiden großen Wachstumspole, das fällt immer stärker eigentlich auf. Die dehnen sich immer stärker aus entlang dieser Verkehrsachse natürlich quer durch das Mittelland. Wo stehen wir heute in den Städten? Ich möchte zum Abschluss der letzten 5 bis 7 Minuten noch aufzeigen mit Kennzahlen, mit aktuellen Kennzahlen, wie der Überbauungsgrad heute der Bauzonen ist. In den großen Kernstädten, die sind ganz links, haben wir einen Überbauungsgrad von 93%. Wenn wir ein Wachstum von 1 bis 2%, die wir eigentlich haben müssten auf den Städten, hier in Aussicht stellen, so sehen wir, wird irgendwie schwierig für die nächsten 15 Jahre den Bedarf zu decken. Auf der anderen Seite in den kleinen Kernstädten, aber auch im Schnitt der Schweiz, haben wir einen Überbauungsgrad von 85%. Das heißt, eigentlich muss man sagen, 15% sind noch Reserven. Das dürfte ausreichen aus einer trivialen, zugegebenermaßen trivialen Optik. Aber wir erkennen sofort eigentlich, die Städte sind heute schon sehr stark entwickelt und hier geht es eigentlich nur in eine Richtung, nämlich in die Richtung der Nachverdichtung und die Richtung der Innenentwicklung. Man sieht das auch, es ist für die großen Kernstädte offenbar schwierig, neuen Wohnraum zu realisieren. Es gab eine leichte Beschleunigung, aber auf tiefem Niveau. Das Wachstum ist von ungefähr 0,5% pro Jahr 2006 bis 2010 auf knapp 0,7-0,8% gestiegen. Im Schnitt der Schweiz war das Wachstum hier ganz rechts außen. In der letzten Beobachtungsperiode 11 bis 15 lag das Wachstum über 1% der Wohnbautätigkeit, neu gebaute Wohnungen im Verhältnis zum Bestand. Wenn wir uns anschauen, auch wo die Leerstände sind, das ist auch ein Gradmesser, Sie sagen können, wo die Menschen hinziehen möchten. Je tiefer der Leerstand, desto größer die Nachfrage natürlich im Verhältnis zum Wohnangebot. In den großen Kernstädten hat sich relativ wenig bewegt. Zwischen 2012 und 2017 ein Leerstand unter 0,4%. Das ist deutlich unter diesem Gleichgewichtswert, den ich gesagt habe, der irgendwo bei 1,3-1,5% liegt, wo wir Preisstabilität haben. Die Marktversorgung stimmt. Also wir können hier erkennen, die großen Kernstädte sind unterversorgt. Und die Leerstände sind in vielen Zonen eben gerade dort, wo die Nachfrager nicht sein möchten. In den kleinen Kernstädten, in den nicht urbanen Gemeinden, in den Agglomerationsgemeinden sind die Leerstände gestiegen. Wenn wir uns als Kennzahl noch die Raumnutzerdichte anschauen, so haben wir ein hohes Maß an Nutzerdichte, das heißt an Einwohnern und Beschäftigten im Verhältnis zur Bauzonenfläche, sind das gegen 180 Personen in den Kernstädten, haben wir schon ein hohes Maß erreicht. Und wir sehen auch, der Unterschied zu den Kleinzentren ist enorm. Hier haben wir gerade mal 40 Einwohner pro Hektare, also pro Grundflächeneinheit in den Kleinzentren und nicht urbanen Gebieten. Die Unterschiede sind enorm zwischen den großen Kernstädten und den Kleinstädten. Im Schnitt der Schweiz brauchen wir in Anführungs- und Schlusszeichen etwa 60 je Hektar etwa sind es etwa 60 Einwohner und Beschäftigte, die darauf entfallen. Also große Unterschiede. Was auch für Sie noch interessant ist mitzunehmen, die Kernstädte außerordentlich wichtig für die Aufnahme des Beschäftigungswachstums. Man sieht auch fast 50% hier der Nachfrage, wenn man so will, oder der Nutzung sind Beschäftigte in den Kernstädten. Also es ist natürlich so, auch noch aus der funktionalen Trennung der Vergangenheit, aber auch sonst hier die Städte, die hier die Kernstädte eben Wohnen und Arbeiten zugleich ermöglichen. Eine sehr interessante, ganz neue Zahl aus der Arealstatistik der Schweiz, wo wir eigentlich dann schauen, wie die Flächennutzung ist. Da sehen wir hier die Gebäudearealfläche, das ist in Quadratmeter pro Kopf. Die Quadratmeter sind leider nicht angeschrieben, ich entschuldige mich dafür, aber es sind über 210 Quadratmeter pro Kopf, die hier im Schnitt der Schweiz eigentlich gebraucht werden an Gebäudearealen. Das ist wirklich die
der Gebäudeabdruck, den man an gebauter Substanz auf den Grundstücken pro Kopf, der genutzt wird. Und in den Städten hier ist es eine Fläche von etwa 120 Quadratmeter. Und was auch interessant ist hier, und das ist, möchte ich schon darauf hinweisen, die Richtung stimmt, pro Kopf nimmt diese Gebäudearealfläche, die genutzt wird, tendenziell ab. Es sind in den letzten 8 Jahren war es eine Abnahme von 2%. Und in den Städten, in den roten Gebieten, war es sogar eine Abnahme von rund 5% zwischen der Arealstatistik 2009 und der ganz neu geflogenen Arealstatistik, erhobenen Arealstatistik 2018. Also dieser Flächenkonsum pro Kopf in den Städten in Bezug auf die Gebäudearealfläche hier nimmt laufend eigentlich jetzt ab, was positiv zu werten ist. Hier nochmals der Vergleich eigentlich zwischen der Situation 2009 und 2018, wie unterschiedlich das ist, eben die Kleinzentren, nicht urbanen Gebieten mit einer sehr hohen Gebäudearealfläche von 300 Quadratmeter pro Kopf, auch dort keine Abnahme, in dem Sinne erkennbar, aber in den großen Kernstädten eindeutig eine Abnahme. Hier die gesamte in Hektar gemessene Gebäudearealfläche in den Städten wieder rot und außerhalb der Städte blau. Das ist eine Studie, die wir machen durften für den Schweizerischen Städteverband letztes Jahr mit ganz neuen Daten. Da sieht man halt wirklich, wie diese Flächenausdehnung, wie das Wachstum nach wie vor außerhalb der Städte stattfindet in Bezug auf die Arealfläche. Und in den Städten zwar auch eine leichte Ausdehnung, aber eben nicht im gleichen Stil, wie wir das außerhalb der Städte beobachteten haben können in den letzten Jahren. Und ganz zuletzt die Frage, who wants it? Die Transformation of Urban Systems, eine ganz neue Darstellung. Wer hat die Zersiedelungsinitiative hier abgelehnt, respektive wie viele Ja-Stimmen hat die Zersiedelungsinitiative bekommen? Sie hat relativ wenig Ja-Stimmen bekommen, eigentlich vor allem in den bereits zersiedelten Gebieten. Also dort erachtet man heute, das ist meine Diagnose dieser Abstimmungsresultate, in den bereits flächenmäßig groß genutzten Gebieten, wo es auch noch Landreserven gibt, erachtet man eben den Baumarkt immer noch als Wachstumsfaktor und möchte eigentlich hier keine noch stärkere Innenentwicklung. Man ist auch der Meinung, und das ist eigentlich auch ein Vertrauensbeweis auch an die Politik, dass die Weichen richtig gestellt sind für die zukünftige Innenentwicklung. Und das ist ja insgesamt auch positiv zu werten. Aber man sieht immer noch eigentlich Raumentwicklung, Bauen in der Fläche wird nach wie vor als Wachstumsfaktor eigentlich gewertet, hier vor allem in den strukturschwachen Gebieten. Da gibt es noch einiges an Klärungsbedarf in Zukunft, auch wenn wir mit vielen Zahlen, die wir gesehen haben, auf dem richtigen Weg sind, wie beispielsweise mit dem Konsum der Gebäudearealfläche pro Kopf in den Städten eine Abnahme, auch außerhalb der Städte eine leichte Abnahme pro Kopf, so gibt es doch noch einiges zu tun. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit von meiner Seite. Joris, dann gebe ich gerne das Wort an dich zurück. Gut, wir machen wieder dieses Fishbowl-Format. Ich breche das Eis, unterhalte mich etwas mit unserem Gast und in einigen Minuten werde ich natürlich sehr gerne, wie beim letzten Mal, wieder öffnen für eure Fragen inhaltlicher Natur, aber natürlich auch für eure Diskussionsbeiträge. Ich meine, was du uns geliefert hast als Stoff, das würde jetzt eigentlich Futter geben für eine 5-stündige Diskussion. Ein wunderbarer Tour d'Horizon. Ich glaube, was wichtig ist, um mitzunehmen, das ist wirklich dieser Klassiker. Ich liebe das auch, dieses 4-Quadranten-Modell, welches einfach auf so eine intuitive Art und Weise zeigt, wie verschiedene Märkte zusammengehören. Vor allem auch zeigt dieses System sehr schön, dass wir die Raumentwicklung im Verborgenen eben verstehen müssen. Also das, was unsere Morphologien, unsere Städte bestimmt, das sind eben nur zum Teil die Zeichnungen der Architekten und Städtebauer und Planer. Und zu einem sehr, sehr viel größeren Teil sind eigentlich die Dynamiken beispielsweise vom Geldmarkt. Was uns alle schon betroffen macht, du hast es ausgeführt, das ist dieses Flachlegen der Kurve mit sinkenden Zinsen.
Und da kommt meine erste Frage. Als ich so etwa ein bisschen Finance gelernt habe vor einigen Jahren, da begann jede Theorie mit der Zeitwerttheorie des Geldes. Also für die, die das nicht kennen, das ist die Theorie, wenn ich euch frage, was habt ihr lieber? 1000 Franken auf die Hand oder ihr bekommt in 15 Jahren 1000 Franken? Und da werdet ihr alle intuitiv und korrekt sagen, lieber 1000 Franken auf die Hand, was weiß ich, was in 10 Jahren ist. Das heißt, das Geld hat in 10 Jahren weniger Wert als heute. Und die Kurven, die du uns gezeigt hast, die zeigen eigentlich auf, dass die Zeitwerttheorie des Geldes nicht mehr stimmt, nicht mehr zutrifft. Wir müssen ja Geld bezahlen, wenn wir genügend viel haben, um es auf die Bank zu legen. Was mich irritiert, das ist, dass wir in den Wirtschaftsfächern, und ich zähle die Immobilienökonomie jetzt dazu, zwar seit Jahren den Kopf schütteln und sagen, irgendwie ist das ganz komisch geworden, aber wir tun immer noch so, als ob sie eigentlich doch stimmen würde, diese Zeitwerttheorie des Geldes. Was sind die Konsequenzen für Konzepte, Theorien, aber auch für eine Anlagepraxis? Ja, vielleicht um das zu begreifen, muss man nochmals einen Schritt zurück machen und sich überlegen, woher denn diese Renditeerwartungen kommen. Ich habe das versucht ein bisschen zu streifen und ich möchte da gerne noch ein, zwei Dinge auch sagen, um die Denkweise der Anleger hier klarer zu machen. Erstmal müssen wir uns überlegen, wer investiert überhaupt am Schweizer Immobilienmarkt? Wer baut die Substanz? Oder? Und das sind zu 50% heute Privatpersonen. Und diese Privatpersonen, die bauen Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen, aber sie bauen auch natürlich Wohneigentum. Häuser ist untergeordnet von der Bedeutung, aber sie bauen auch und wirklich, sie funktionieren grundsätzlich nicht anders als institutionelle Anleger, also Anleger wie Pensionskassen und Versicherungen, die für das Risiko, das sie eingehen mit dem Bau, dass ihre Investition vielleicht nicht mehr genutzt wird, müssen sie eine Rendite erhalten und sie müssen auch genau gleich wie die Versicherungen und Pensionskassen müssen sie eine Rendite erhalten, um erstens eben dieses Risiko zu decken und zweitens eine Inflation abzudecken, die kommen könnte. Was ist Inflation? Ist nichts anderes, als dass das Geld in Zukunft vielleicht nicht mehr gleich viel wert ist wie heute. Und das ist ganz wichtig, diese, wenn wir von dieser Rententheorie, auch von der Bodenrente sprechen. Da geht es einerseits darum, dass der Markt ja mit einer Knappheit, mit dem Signal der Preise aus den Nutzermärkten eben in diesen Anlegermarkt hineinkommt und sagt, da gibt es zukünftig mögliche Erträge, oder? Und die Investoren, die realisieren das und sie sind bereit, dort auch die Flächen bereitzustellen, aber sie wollen einerseits, um Inflationsrisiken, also die zukünftige Entwertung des Geldes abzudecken und andererseits für den Kapitaleinsatz, dass sie überhaupt das Geld zur Verfügung stellen und drittens für das Risiko, eigentlich für diese drei Komponenten wollen sie entschädigt werden. Und jetzt sind wir in der absurden Situation, dass es eigentlich keine Inflationserwartung mehr gibt. Respektive, es ist so ein internationales Wettrennen an den Kapitalmärkten entstanden, dass diese Zinsen hier auf diesem sehr, sehr tiefen Niveau angelangt sind. Das ist letzten Endes auch, eben muss man dann über diese Systemgrenzen der Schweiz hinausdenken, ist ein internationales Wettrennen an den Kapitalmärkten, das im Moment im Gang ist und hier dann wirklich eben zu Verzerrungen führt. Aber man hat es auch sehr schön gesehen mit dieser roten und blauen Kurve der Bundesobligation, die praktisch risikolos ist, praktisch bei Null ist und dieser roten Linie, was eben die Investoren immer noch haben müssen, das ist sehr, sehr wenig. Wenn Sie sich überlegen, eine Nettorendite unter 2%, die das Risiko, und im Falle der Immobilien gibt es eigentlich noch einen weiteren Faktor. Was ist dieser Faktor? Das ist die Demodierung und die Kosten, die laufend eigentlich damit mit der Immobilie eigentlich abgedeckt werden müssen. Die ist teilweise in der Bruttorendite drin,
jetzt bin ich, muss ich ein bisschen einen Exkurs machen. Die Brutto- und die Nettorendite sind zwei Dinge. Die Bruttorendite, dort sind eigentlich die laufenden Unterhalts- und Instandhaltungskosten der Immobilie noch nicht enthalten. Aber wenn man die laufenden Kosten eben für den Betrieb und die Instandhaltung abzieht, kommt man auf diese Nettorendite. Was man aber noch nicht abgezogen hat, ist dann eben dieses Demodierungsrisiko, dieses Marktrisiko, dass man eben vielleicht in Zukunft ein Mehrfamilienhaus mit einer Deckenhöhe von 2,30 Meter nicht mehr so gut vermieten kann, weil wieder größere Räume gefragt sind, als Praxisbeispiel. Und damit zeigt man eigentlich eben dieses Grundidee, dass man für Investitionen, für eine Risikoerwartung, für die Entschädigung für das Kapital und für die Inflationserwartung, dass man da irgendwie abgegolten werden muss. Diese Grundidee funktioniert nach wie vor gleich, aber sie wird eben teilweise ausgehebelt mit diesem internationalen Wettrennen an den Kapitalmärkten. Danke für diese Erläuterungen. Die Situation heute ist in dem Fall eigentlich nachvollziehbar im Sinne einer Entscheidungssituation. Das sagst du, oder? Ich habe heute Geld, will es anlegen, was tue ich damit? Das ist eine Situation heute. Ist das aber nachhaltig? Wenn ich das jetzt mal verlängere, oder? Also ich kaufe sehr teuer ein, ich habe nicht alles eingepreist, also nicht alle Preisen immer alles ein. Und irgendwann gehen die Zinsen wieder hoch, die Assetpreise, also die Werte, gehen entsprechend runter, wenn irgendeine ökonomische Theorie noch funktioniert. Und letztendlich haben wir eben über die, ich sage, das sind volkswirtschaftliche Themen, wir haben recht viel Pensionskassengelder drin und so weiter. Ist das, was wir heute beobachten können, ist das nachhaltig auf einen Zeithorizont eines Immobilienzyklus, also 25 bis 40 Jahren gerechnet? Das ist deine Einschätzung. Es ist wahrscheinlich eine Suggestivfrage. Du nimmst die Antwort schon ein bisschen vorweg. Aus der heutigen Optik ist es nicht nachhaltig. Es wird einige Jahre brauchen, bis diese Überproduktion abgebaut wird. Und es ist wahrscheinlich auch nicht nachhaltig, weil eben sehr viele Entwicklungen außerhalb der Städte stattfinden. Ich habe das gezeigt mit diesem Aufbau, diesem Mietwohnungsbauvolumen, oder? Da ist eigentlich 70% ist außerhalb der Städte und der städtischen Gebiete. Das ist viel zu viel am falschen Ort eigentlich. Und das kann wirklich nicht als nachhaltig eigentlich gelten. Aber wir müssen immer noch sehen, wir haben einen Leerstand heute im Schnitt der Schweiz bei 1,7%, im Mietwohnungsmarkt bei 2,7%. Das sind im internationalen Vergleich immer noch sehr tiefe Werte. Und es sind auch immer noch tiefe Werte in Bezug auf die Ausfälle, die Ertragsausfälle, die heute generiert werden. Das heißt, die Investoren verdienen eben immer noch Geld mit diesen Wohnbauten aus der heutigen Optik. Und sie machen diese Investitionen aus der Optik, dass sie heute Cashflows auch generieren müssen, weil sie auch Verpflichtungen haben, Anlageverpflichtungen. Das ist, denke ich, auch ein Thema, wo du darauf hinweisen wolltest. Es müssen heute Verzinsungen gemacht werden für die Anlagegelder, beispielsweise bei den Pensionskassen. Die müssen aus dem Stock der Pensionskassengelder müssen sie die Renten auszahlen. Und diese Verzinsungserwartungen, die wurden noch nicht nach unten korrigiert. Von vielen Instituten und auch von staatlichen Stellen wurden sie eigentlich noch nicht nach unten korrigiert. Das heißt ja nichts anderes, man erwartet immer noch so ein bisschen, dass es Inflation gibt, dass man für die Geldentwertung eigentlich eine Rente bekommen muss, um das abzudecken. Aber im Moment haben wir sie kaum und sie steht auch international sehr stark zur Diskussion. Und wir bewegen uns hier in diesem Spannungsfeld eigentlich von den einerseits trägen Systemen, aber den sehr reaktiven Systemen, die in einem internationalen Kontext mit diesem Zinsniveau eigentlich funktionieren. Und das ist nicht einfach, hier einen Anlageentscheid zu treffen. Viele Pensionskassen haben sich entschieden, hier in die Immobilien reinzugehen. Weshalb? Weil sie 40% ihrer Anlagen in den Obligationen haben. Und die Obligationen, die rendieren heute praktisch bei 0 oder bei 1%. Das heißt, die sind unter einem enormen Druck, hier die Rentenverpflichtungen erfüllen zu können. Wahrscheinlich noch deutlich mehr als Privatpersonen das sind. Und müssen hier irgendwo Erträge und Cashflows generieren. Und die Immobilien sind natürlich hier eine prädestinierte Anlageklasse für sie als Finanzinstrument, um Erträge zu generieren.
Erträge könnten auch mit den Aktien generiert werden, notabene. Mit den Aktien haben wir aber höhere Risiken. Und das ist auch der Regulator, der dann wieder eingreift und sagt, es ist nicht möglich, ihr dürft nur eine Aktienquote von beispielsweise 60% haben. Nachher müssen wir bei den Finanzen etwas verlassen, weil wir vielleicht das Publikum dann hinter uns lassen. Aber einfach als Klammerbemerkung, dass natürlich in Fachkreisen auch immer eine Frage, sind die Risiken bei den Immobilien richtig abgebildet? Oder? Es gibt viele, die sagen, eigentlich müsste man aus der Geschichte lernen und die Geschichte in Immobilienzyklen, das sind eben viel längere Zeiträume und vielleicht stimmt das gar nicht mit diesen Rendite-Risiko-Erwartungen. Aber ich glaube, das müssen wir kurz überspringen. Ich möchte noch kurz etwas politischer werden. Das eine ist ja, wie viel gebaut wird. Und eigentlich können wir sagen, das ist ja genial, oder? Also Tiefzinssituation, endlich haben wir wieder einen Überschuss, ohne dass die Leerstände sky high sind. Also eigentlich ist das wirklich good news für die Bewohnerinnen und die Bewohner dieses Landes. Aber eben der Immobilienmarkt und die Geografie ganz allgemein, die verfällt oder zerfällt in einzelne sachliche und räumliche Teilmärkte. Und was hilft mir, wenn ich eine Wohnung brauche, in der Stadt Zürich eine günstige, freie Wohnung im Jurabogen? Die Antwort ist, es nützt mir nichts. Und das hast du unglaublich schön aufgezeigt, auch mit neuesten Zahlen, die kannte ich so nicht. Wir bauen eigentlich am falschen Ort, könnte man sagen. Gleichzeitig haben wir diese Überbauungsraten der Grundstücke, die in den Städten bereits relativ hoch ist. Und jetzt habe ich daraus eigentlich zwei oder drei Fragen, die zusammengehören. Deshalb stelle ich sie zusammen. Das erste ist, wie beurteilst du die Planungspolitik der Städte? Sind die auch genug offen, genügend offensiv? Als Stichwort so politische Filterbubbles, also rot-grüne Mehrheiten und Klientelpolitiken in den Städten, die eigentlich Wachstum gegen die Stadtbevölkerung abschirmen. Das hast du auch in der Karte der Siedlungsinitiative gezeigt. Eine zweite Frage wäre, müssen wir lernen, Dörfer zu verdichten? Also wieder wirklich qualitativ attraktive Siedlungen außerhalb der Städte zu bauen, denn zwischen Stadt und Land, das ist eine Illusion. Und vielleicht nehme ich das als Auswahl, wenn ich es schon so anspreche, du referenzierst immer noch mit Blick auf statistische Einheiten, natürlich korrekt, oder? Auf Städte. Ist das heute überhaupt noch die richtige Bezugsgröße? Wir leben doch längst in einer anderen räumlichen Wirklichkeit. Die drei Fragen hängen zusammen. Wie reagierst du? Ja, es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte eigentlich. Wir sehen immer mehr ganz große Städte, die wirklich diese Bewegung machen, dass sie zwar Wachstum möchten, aber das Wachstum auch sehr stark kontrollieren möchten und das Wachstum auch selber realisieren möchten über Baugenossenschaften. Also wir sehen tatsächlich über diese politischen Prozesse, dass eher linke Kreise, die sehr stark vertreten sind in den Städten und gerade in den Städten noch an Gewichten zunehmen, die sehen das eigentlich aus ihrer Ideologie oder aus ihrem Programm raus als richtig an, dass der Staat und die Genossenschaften, der gemeinnützige Wohnungsbau eigentlich den Wohnraum in den Städten hauptsächlich bereitstellen sollte. Ich persönlich erachte das als kritisch. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es den gemeinnützigen Wohnungsbau gibt. Es ist aber auch wichtig, dass der freie Markt eben über Preissignale, und die Preissignale sind sehr stark in den Städten, dann auch in der Entwicklung ermöglicht wird. Das heißt, ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn vor allem in den großen Städten nicht nur die Genossenschaften, sondern auch die Entwicklungsreserven für Private in genügendem Maß bereitgestellt werden. Und das ist etwas, was wir im Moment eigentlich nicht sehen. Basel geht ja sogar noch einen Schritt zurück und sagt, wir müssen eigentlich noch mehr regulieren. Es muss staatlich eigentlich sogar noch mehr, auch die Mietpreise müssen kontrolliert werden und sagen, eigentlich muss jeder das Recht haben, in der Stadt Basel zu leben, haben aber danach das Lösungsrezept nicht bereit, wie der Wohnraum bereitgestellt werden muss. Und hier ist natürlich schon, die Städte haben gemerkt in den letzten 15 Jahren, ich spreche von den großen Kernstädten, dass die Nachfrage außerordentlich stark ist, auch mit der Zuwanderung.
Und es gab aber eigentlich laufend noch diese Spillovers, dass aus den Städten dann eigentlich die bestehende Bevölkerung verdrängt wurde in die Agglomerationen raus. Und viele Städte sagen sich, ja gut, wir müssen einfach das mehr regulieren und mehr genossenschaftlichen Wohnraum bereitstellen. Und ich sehe das aber als kritisch, dass das eigentlich das Wachstum damit nicht aufgenommen werden kann. Und dann hast du die Situation mit der zweiten Frage der Kleinstädte und der Mittelstädte angesprochen. Sind das überhaupt, kann man die überhaupt als Städte bezeichnen? Ich meine zum Beispiel eine der am stärksten wachsenden Gemeinden hier in der Nähe, Adliswil. Der Name sagt es schon, das war ein Dorf, oder? Heute ist es eine Stadt und die machen eine eigentlich großstädtische urbane Entwicklung mit großen Verdichtungen, mit 6-7-geschossigen Bauten eigentlich jetzt durch und versuchen diesen Transformationsprozess. Und in meiner Optik ist es halt entscheidend, es gibt sehr gute Beispiele, weniger gute Beispiele, ob das funktioniert, diese Transformation in ein Urban System im klassischen Sinn, wo dann eben Infrastruktur, Bildung, Versorgung mit den Gütern des täglichen Bedarfs, eine hohe Qualität der Dichte auch realisiert werden kann. Das kann funktionieren, aber als Grundvoraussetzung muss wahrscheinlich eine gewisse Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Versorgungsinfrastruktur muss vorhanden sein. Das wird nicht in jedem Fall gelingen. Und ich persönlich erachte es als falsch, eigentlich von jeder Stadt oder Kleinstadt zu erwarten, dass sie diesen Prozess auch machen muss. Ich würde hier versuchen, eben eher auf übergeordneter Ebene die Diskussion in den Kantonen, auch sogar vielleicht auf Bundesebene zu führen, wie soll diese polyzentrische Entwicklung funktionieren. Weil polyzentrisch heißt nicht in jedem Fall, in jeder städtischen Gemeinde die gleiche Art der städtischen Dichte zu realisieren. Also diese Diskussion finde ich enorm, enorm wichtig. Ich bin vor 2 Wochen mal durch den Kanton Aargau gefahren und dann mein Gottenmädchen wohnt dort in der Nähe in Triengen und dann habe ich dort gesehen, da gibt es einfach Bauten, drei, viergeschossige Bauten mit städtischen Fassaden, wo dieser Transformationsprozess nicht funktioniert in einem wirklich noch ländlichen Kontext. Und was ich damit sagen will, dieser Fokus eben auf die Zentrumsfunktion, auf die Infrastruktur, die einhergehen muss, auf die Verkehrserschließung, die einhergehen muss, auf die Bahnhofsarealentwicklungen in den Städten, das funktioniert nicht überall gleich gut und sind wahrscheinlich nicht alle Städte auch gleich prädestiniert, dieses Wachstum aufzunehmen. Ich persönlich würde mir noch viel stärker eine großstädtische Entwicklung in den großen Zentren wünschen. Wir sehen, dass eben gerade Genf, Basel, Zürich sich schwer tut. In Basel sieht man im Moment diesen Aufwind mit den Wohnhochhäusern. Da gibt es sehr spannende Arealentwicklungen, auch sehr mutige Entwürfe. In Zürich hat man das ein bisschen so in dieses Quartier Zürich-West, hat man das verbannt und gesagt, da dürft ihr jetzt mal ein paar Wohnhäuser machen, hat dann aber gleichzeitig, ich bin jetzt bewusst ein bisschen pointiert, auch wieder mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, ja, das kann ja nicht funktionieren, das ist alles so anonym und clean und so. Aber man hat häufig eben auch ein bisschen außer Acht gelassen, dass das einhergehen muss mit Umfeldentwicklung, Infrastrukturentwicklung. Jetzt gibt es dieses Instrument der Mehrwertabgabe, werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen müssen. Ist sehr interessant, weil es eben genau auch ermöglichen kann, dass man diese Umfeldentwicklung im Zusammenhang mit der Verdichtung in Bahnen lenken kann, wo diese Umweltqualität dann auch realisiert werden kann. Wir haben eine Frage noch. Bitte komm, Samuel. Bis der Samuel hier ist, noch ganz kurz. Wir haben ja in der Schweiz eine unglaublich glückliche Situation, akademisch gesprochen, nimm Platz bitte. Und das ist, dass wir unter dem gleichen Bundesgesetz 26 Kantone respektive Halbkantone haben und über 2.500 Gemeinden. Das heißt, wir haben ja Laborsituationen. Du hast Genf schon angesprochen. Mhm. Die stärksten Interventionen, natürlich mit dem besten Willen, das möchte ich nicht unterschätzen, wo man aber im Vergleich zum Rest der Schweiz so wenig und so schlechten Wohnraum für so wenig Geld nirgends bekommt. Und das ist noch interessant,
dass die weitere Debatte das sehr wenig aufnimmt. Aber ich denke, das gehört jetzt auch etwas zum Aufwärmen der Stimmung hier im Saal, denn es sind ganz bestimmt wohnungspolitisch nicht alle gleicher Meinung. Es ist ein komplexes Thema, lass uns das noch etwas diskutieren. Samuel, dein Input, deine Frage. Passt eigentlich, glaube ich, zu dem, was gerade diskutiert wurde mit der Qualität. Und zwar habe ich zwei Beobachtungen gemacht, so in der Raumentwicklung, schon im Raum Zürich, also Adliswil wurde angesprochen, ich glaube Dietlimoos ist dort das große Entwicklungsgebiet. Mhm. Und Gladbach ist auch ein sehr gerne diskutiertes in dem Zusammenhang, wo ich persönlich, vielleicht ist das ein subjektives Urteil, aber wo ich sagen würde, Verkauf von Grundstücken an den Meistbietenden ist nicht unbedingt das beste Rezept für gutes, attraktives Wohnumfeld. Behaupte ich jetzt, so als meine These. Und zweitens habe ich gemerkt, jetzt ein bisschen durch Einblick in diese Projektentwicklungswelt, dass Qualität sehr häufig nicht quantifizierbar ist oder nicht quantifiziert wird und deshalb nicht in Investitionsrechnungen einfließt. Also man schaut eigentlich in der Regel, wie viel vermietbare Fläche kann man bauen. Das ist das harte Kriterium, oder? Und alles, was dem zuwiderläuft, wie zum Beispiel ein großzügiges möblierbares Treppenhaus, was jetzt für mich ein enormer Mehrwert wäre in einem Mehrfamilienhaus, was aber eine zusätzliche Fluchttreppe zum Beispiel bedingen würde, das ist ein No-Go, weil das schraubt gerade die vermietbare Fläche runter. Man kann ja das Treppenhaus nicht für Miete irgendwie eintragen in das Excel, oder? Jetzt die Frage aus Sicht, vielleicht aus Ihrer Sicht oder Wüst Partner, gibt es Möglichkeiten, Qualität in dieser Art zu quantifizieren und damit auch einfließen zu lassen? Qualität bei Wohnräumen, bei Außenräumen, Quartierinfrastruktur? Es sind sehr gute Beispiele, die genannt wurden. Und was ich heute wirklich aus der Praxis berichten kann, das Pendel war vielleicht auf der einen Seite in den 90er Jahren in vielen Orten und in den Nullerjahren, wo diese großen Areale dann verkauft wurden. Mittlerweile hat das aber fast schon in die andere Richtung umgeschlagen. Die öffentliche Hand hat gelernt, dass man Auflagen machen muss und dass man Rahmenbedingungen setzen muss. Und das Positive daran ist, bevor ich zum Negativen komme, wir haben auch gelernt, dass so partizipative Verfahren eigentlich sehr, sehr wichtig sind für die Akzeptanz. Und das ist sicher ein Erfolgsfaktor von guten Quartierentwicklungen und guten Verdichtungen heute, dass man frühzeitig die Bevölkerung und die Anspruchsgruppen, auch die Grundeigentümer, damit einbezieht. Ich bringe sehr gerne dieses aktuelle Beispiel, das wir im Moment haben. Viele Investoren setzen sich mit dem ehemaligen Kantonsspital Zug im Moment auseinander. Das Kantonsspital Zug wird nicht mehr gebraucht. Das ist ein altes Gebäude. Es wurde mal noch zwischengenutzt. Da gibt es auch noch eine lange Geschichte dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Behörden haben dort jetzt sehr hohe Auflagen gemacht, was sie sich vorstellen, was dort realisiert werden sollte und muss. Fakt ist, die Investoren machen nicht mehr mit, oder? Und was passiert am Schluss im Extremfall? Ich bin gespannt, dann noch diese Entwicklung weiter zu beobachten. Aber im Extremfall gibt es dann ein jahrelanges Seilziehen und eigentlich dann werden dann aus politischen Ambitionen von der einen oder anderen Seite werden dann eigentlich, jetzt in diesem Fall wurde ein Asylzentrum dort als Trotzreaktion zwischenzeitlich als Zwischennutzung eingerichtet, oder? Um zu zeigen, eben wie schlimm das alles sein kann, wenn es nicht vorwärts geht. Und was ich sagen will damit, wahrscheinlich braucht es für qualitativ gute Entwicklungen, braucht es eben alle Parteien. Es braucht die öffentliche Hand, die richtigen Fragen stellt und die richtigen Anforderungen an eine Arealentwicklung stellt. Es braucht aber auch die Grundeigentümer, die mitmachen, und es braucht die Finanzierbarkeit letzten Endes. Und diese Diskussion ist noch nicht zu Ende geführt. Die ist auch immer sehr, sehr individuell in jedem Einzelfall. Aber was ich sagen kann, das Pendel war sicher auf der einen Seite sehr grundeigentümerfreundlich, weil das auch die Städte mal endlich etwas in Gang bringen wollten und wirklich mal zeigen wollten, Verdichtung ist möglich. Und jetzt ist es aber so ein bisschen schon auf die andere Seite zurückgeschwungen mit sehr hohen Auflagen, die teilweise nicht mehr erfüllt werden können. Aber jetzt eben nochmal die Sicht eines Anlegers. Wenn ich versuche zu quantifizieren, was ist mein
möglicher irgendwie Ertrag. Gibt es eine irgendwie belastbare Datengrundlage, wo man sagen kann, dass diese und diese Investition in nicht direkt vermietbare Fläche kann man mit diesem und diesem Mehrwert einsetzen? Ja, die Praxis ist viel zu komplex. Das ist uns noch nicht gelungen, bis jetzt das zu messen. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Müssen wir sicher mal dranbleiben. Aber jedes Projekt, jede Situation ist eigentlich wieder anders. Und die Messbarkeit, die ist auch sehr schwierig. Wir messen ja auch zukünftig realisierbare Erträge. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil der Diskussion, weil bisher haben eigentlich viele Investoren eigentlich so ein bisschen die Ertragsoptik, was kann an Mieterträgen eben im Excel an Flächen dann realisiert werden. Und jetzt ist aber durch dieses Überangebot an Wohnungen und Flächen, kommen viele Investoren auch selber darauf, sich die Frage zu stellen, was ist in 20 Jahren, in 40 Jahren, was ist nachhaltig noch nutzbar, was braucht es für eine Umweltqualität, was braucht es für einen Mix? Was braucht es auch für eine Flexibilität in den Nutzungen? Ein ganz großes Thema, das Sie als Praktiker dann eigentlich auch entscheidend mitnehmen müssen. Wenn wir heute Wohnraum oder Gewerberaum erstellen, dann brauchen wir eine viel höhere Nutzungsflexibilität noch, auch weil sich einfach die Wirtschaft und Gesellschaft schneller ändert als früher. Und was ich eigentlich schon berichten kann aus der Praxis, das ist ein relativ junges Phänomen, aber mit dem steigenden Leerstand sind viele Investoren und Entwickler kommen jetzt neu in eine Rolle, wo sie sich diese Frage sehr viel mehr stellen müssen. Was ist nicht nur an Quadratmetern und an Dreizimmerwohnungen realisierbar, sondern was ist an Qualität nachhaltig für 20, 40, 60 Jahre und darüber hinaus realisierbar? Aber vielleicht ganz kurz, also es ist vielleicht etwas technisch, aber es dünkt mich schon auch wichtig, oder? Da habe ich mir die Zähne auch schon ausgebissen. Das ist, wir haben in den letzten 30 Jahren, oder, schauen wir, haben wir eigentlich zwei Regime, wie man überhaupt Werte rechnet, oder? Also wir hatten früher historische Methoden und heute macht jeder DCF, oder? Und DCF, also Discounted Cashflow Methode, das ist eigentlich auch schon eine alte Methode, 70er Jahre, USA, Firmenbewertungen. Und nochmals zum etwas nachbohren bei dir, Patrick, ich hatte auch schon das Problem, wenn ich keinen 1:1 Ersatz der Wärmeerzeugung mache, sondern eine viel, viel teurere Lösung, aber halt eben mit einem Blick auf Lebenszyklus und Abbilden vielleicht auch, das sehen wir nach dem Abstimmungswochenende, vielleicht auch auf andere politische Regime und so weiter. Und das ist im Moment rein technisch in diesem DCF-Modell nicht möglich, wo wir uns vielleicht auch in der Branche allgemein die Frage stellen müssten, ist das bis in alle Ewigkeit jetzt das Richtige? Oder wäre es mit einem verstärkten Fokus auf Qualität, ökonomische Nachhaltigkeit, du hast es schon gesagt, oder? Aber auch ökologische, energiebezogene Nachhaltigkeit. Vielleicht ist jetzt der Moment, um auch nochmals kritisch über diese Bewertungswahrheiten nachzudenken, gerade beim Marktleader. Ja, die Bewertung ist unser Business, oder, bei WS Partner. Wir machen eigentlich über 2/3 unseres Umsatzes mit Bewertungen für private, öffentliche Hand, SBB, viele, die wir hier bewerten dürfen für ihre Grundstücke. Und was ich sagen kann, ist schon, diese DCF-Methode an sich, es ist nicht die Methode, die geeignet oder ungeeignet ist. Ich glaube, sie ist absolut geeignet, sich damit auseinanderzusetzen, weil Discounted Cashflows heißt nichts anderes als diskontieren, also abzinsen von zukünftigen Cashflows, zukünftigen Erträgen. Das ist richtig, weil in der Vergangenheit, es gab etwa vor 20 Jahren so ein Umdenken, oder vor nicht mal 20 Jahren, früher hat man sowohl die Substanzwerte angeschaut, wie auch die erzielbaren Erträge aus der Vergangenheit, oder? Und das ist eigentlich aus diesem landwirtschaftlichen System hervorgegangen. In der Landwirtschaft hat man immer eigentlich die über einen Durchschnittszeitraum von 20, 30 Jahren erzielbaren Erträge auf einer Hektare hat man gemessen und dann hat man eigentlich für die Wertermittlung hat man das angesetzt und in der Liegenschaften, Grundstückstheorie der Bewertung hat man auch die Ertragswertmethode lange Jahre eingesetzt und hat aus den durchschnittlich, was man beobachtet hat am Markt realisierbaren Erträgen, hat man noch den aktuellen Abzinsungsfaktor eingesetzt und hat dann eine Wertermittlung gemacht. Und eigentlich diese DCF-Transformation der letzten 20 Jahre, die hat uns schon das Werkzeug an die Hand gegeben, uns mit den zukünftigen Erträgen auseinanderzusetzen. Jetzt der Denkfehler ist eben heute in der Gegenwart oder war in den letzten Jahren häufig noch so,
dass man dann trotzdem den Durchschnittswert der realisierten Erträge für immer und ewig als gleich eingesetzt hat in die Zukunft. Obwohl das DCF eigentlich in der Logik eben genau etwas macht, was ein Systemwechsel, ein Denkwechsel war und ist, dass man die zukünftigen möglichen Erträge kritisch hinterfragen soll und auch mal sagen soll, da ist etwas in 10 Jahren vielleicht anders. Die Gesellschaft verändert sich, die Flächennutzung verändert sich. Und das lässt sich eigentlich grundsätzlich in der Methode abbilden. Und da hoffe ich auch und da sehe ich auch, da gibt es ein Umdenken, gezwungen durch die gestiegenen Leerstände und die Schwierigkeiten, die sich jetzt aufbauen. Aber das wird dann eben sehr stark diskontiert, oder? Also wenn man jetzt darüber spricht, was ist in 20 Jahren, wie viel ist denn ein Franken in 20 Jahren noch wert aus Sicht einer heutigen typischen DCF-Bewertung? Was nimmt man da typischerweise an jetzt für eine durchschnittliches Mehrfamilienhaus oder so? Eben brutto sind es 4%, netto sind es 3% in der Schweiz. Und das heißt, was ist das für ein, also ist das noch 20% von, also 20 Rappen, ein Franken in 20 Jahren ist noch 20 Rappen wert oder wie viel ist das ungefähr? Nein, die Inflationserwartung ist eigentlich sehr tief dort. Die Inflationserwartung ist noch 0,5%. Und dann gibt es ein Zuschlagsmodell zu diesem Diskontsatz, zur Ermittlung. Oder? Das ist eben zum Beispiel, muss man Instandsetzungskosten rechnen, Instandhaltungskosten rechnen? Muss man ein Demodierungsrisiko, dass man die Liegenschaft transformieren muss in 40 Jahren, muss man das einrechnen? Gibt es ein standortbezogenes Risiko? Die Diskontierungssätze in der Stadt Zürich und Genf sind sehr viel tiefer, weil man dort eigentlich immer vermieten kann. Und auf dem Land muss man aber ein höheres Leerstandsrisiko auch einpreisen. Und das ist auch im Diskontierungssatz, wird das eingepreist. Meine Frage zielt eigentlich noch viel radikaler in die Richtung, ist ein privater Anlagemarkt überhaupt der richtige Ort, um so etwas wie Immobilien zu finanzieren, weil halt eben so kurzfristig gedacht wird und das Produkt in dem Sinn ja mehr als 20 Jahre besteht. Ja, das ist eben schon fast eine philosophisch-politische Frage jetzt, ist, wem gehört das Land, oder? Da kommen wir auf diese politische Diskussion zurück und man kann dort argumentieren, dass es eigentlich gut wäre, wenn man eben miteinander bestimmt, sozialistisch, kommunistisch oder mit welchem System miteinander bestimmt, wie das Land, der Grund und Boden genutzt wird. Es hat sich einfach gezeigt, dass das aus der Optik ein suboptimales System ist in der ganzen Fläche, weil eben eigentlich dieses marktwirtschaftliche System, das sehr kleinräumig aufzeigt und die Zahlungsbereitschaft eigentlich sehr dezentral eigentlich aufzeigen kann, wenn irgendwo eine erhöhte Zahlungsbereitschaft für eine Fläche oder für einen Ort sich manifestiert, dann wird dort auch Kapital bereitgestellt und das funktioniert eigentlich recht gut in diesem doch regulierten System, wo wir eigentlich den ordnenden Rahmen setzen und sagen, es gibt einen freien Markt, es gibt auch einen regulierten Teilmarkt, dieser regulierte Teilmarkt des gemeinnützigen Wohnens oder auch die, wo Städte dann eigentlich Zonen ausscheiden, die gewisse Ansprüche erfüllen müssen. Und nebendran aber auch ein freier Markt, wo eben dann recht schnell eigentlich etwas mal realisiert werden kann, auch abgebrochen werden kann. Das ist aus meiner Optik doch eigentlich ein recht gutes System. Im Moment haben wir einfach eben diese Verwerfungen, dass vielleicht die falschen Qualitäten am falschen Ort zur falschen Zeit gebaut werden. Vielleicht darf ich da ganz kurz zwei Gedanken anfügen. Der erste Gedanke ist, das ist anekdotisch, oder? Ich war in einer Gruppe, es ging um Ausfallstraße, Überlandstraße, Schwammendingen. Und da gibt es einen Plan der Stadt, wie man das ungefähr überbauen könnte und so weiter. Und da hatte man einen Masterplan, also ohne Verbindlichkeit, einfach so quasi als Bild, der nur eine Seite der Straße umfasste. Und ich meine, das wissen wir hier drin mittlerweile, oder? Also wir müssen Straßenräume als qualitätsvolle Freiräume konzipieren. Und wenn man nur eine Seite der Straße plant, dann geht das sowieso schon mal nicht. Und dann waren da auch überhaupt keine Qualitäten vorgegeben, sondern das waren so etwas neumodisch versetzte Blockränder. Also nicht wahnsinnig spannend. Und ich war in dieser Arbeitsgruppe in meiner frühen Funktion als Bauherrenvertreter. Und ich habe dann gesagt, ja, wenn ihr hier schon ein ganzes Gebiet beplant, dann macht doch einen Rahmengestaltungsplan, gibt irgendetwas vor, wie wollt ihr dann qualitativ, dass sich dieses Gebiet entwickelt? Und dann schauen mich die städtischen Vertreter an, völlig entgeistert, und sagen, es sei schon noch komisch, dass der Investor am Tisch
sagt, er wolle qualitative Vorgaben haben. Und das ist eine Erfahrung, die ich oft gemacht habe, dass man so salopp im öffentlichen Diskurs, aber auch bei Fachleuten auf der Seite der Planung, meint, Investoren wollen keine Qualität. Dabei gute Qualität und vor allem städtebauliche Qualitäten, das sind die Standorte, oder? Mit einem schlechten Haus kann ich leben zwischendurch, mit einem schlechten Städtebau nicht, oder? Also dass dieser Widerspruch privates Kapital gegen städtebauliche Qualität eigentlich ein erfundener ist, respektive das ist mein Aufruf immer wieder, Planer, bitte seid wieder mutiger, die Investoren werden nichts gegen vernünftige, selbstverständlich in der Vernunft ist die Refinanzierbarkeit drin, oder? Vernünftige Qualitätsanforderungen haben. Das ist der eine Punkt, der zweite ist mir jetzt gleich entfallen. Wie heißt das? Rahmengestaltungsplan? Ja, das ist jetzt verboten vom Kanton. Das ist auch etwas, der Kanton macht Vorgaben und er will qualitätsvolle Innenentwicklung, das ist auch richtig. Man darf aber keine Ergänzungspläne zeichnen, man darf keine Rahmengestaltungspläne machen. Also ist auch etwas die Frage, wo wollen wir hin? Und der zweite Punkt, der eine habe ich vergessen, und mir fällt immer einer rein, das ist natürlich dann auch die ganze Frage ist die, oder? Unser momentaner Planerkasten, unsere Planungstools, die sich entwickelt haben in den letzten 50, 60, 70 Jahren, die sind sehr stark auf einzelne Parzellen ausgerichtet. Und was du auch sagst, oder? Verkauft dem Meistbietenden, das ist die, zuerst hat man die Logik nur in der Parzelle und dann verkauft man sie in der Parzellenlogik dem Meistbietenden. Da kann ja eigentlich nur ein Durcheinander und kein Städtebau draus kommen. Das hat aber mit dem ökonomischen Modell dahinter, ob man das einer Baugenossenschaft verkauft oder einem Privaten, erst einmal nichts zu tun. Und das muss man dann auseinanderhalten. Also ich bin eigentlich für mehr Intelligenz im Planungssystem und mehr übergeordnete Vorgaben auf der anderen Seite und auf der Seite des Bauens und der Anlage für eine Offenheit und Flexibilität. Es ist nicht überall das Gleiche. Richtig. Darf ich auch als Gast eine Frage stellen? Unbedingt. Kann mir jemand erklären im Raum, wieso dass wir nur auf 30 Jahre unsere Raumplanung ausrichten? Die Antwort? Sprichst du auf deine Infrastrukturkorridore an, zum Beispiel? Infrastrukturkorridore ist ein Lieblingsthema. Mit riesigem Aufwand versucht man dort jetzt eine Limmatalbahn zum Beispiel zu bauen, oder? Ein sinnvolles Nahversorgungssystem, das irgendwo einfach mal vergessen wurde, oder? Und das sehe ich schon mit Sorge auch. Ich persönlich finde es verrückt, dass man hier für die Planung der Bedürfnisse nur auf die nächsten 15 oder 30 Jahre schaut, obwohl wir genau wissen, dass die Gebäude zwischen 50 und 100 Jahren stehen und die Infrastrukturwege noch viele hundert Jahre darüber hinaus Bestand halten. Aber Patrick, ich lade dich herzlich ein. Ich glaube, übernächste Woche sind Rees Fluri und Kollege Klostermann hier, die über strategische Planung im Untergrund referieren und die natürlich genau in diese Bresche schlagen. Und man kann das heute aufzeigen, quasi am Neubau Post und diesem Tiefbahnhof, wie heißt das, das orange Züglein in Bern. Das kostet absurd viel Geld, wenn man im Untergrund quasi statische Verstärkungen anbringen muss, damit man eigentlich drüber Innenentwicklung machen kann. Also ich glaube, dieses den Ball nach strategisch nach vorne werfen, das würde ich unbedingt unterstützen. Das ist ein Aspekt, Planung im Untergrund, aber es zeigt so schön auf, oder? Genau. Ja. Also es ist eigentlich ein Plädoyer, ein Aufruf an euch, an die junge Generation, eben ein bisschen die Systeme im Auge zu behalten und ein bisschen auch über die nächsten 15, 30 Jahre hinauszudenken.
flexibler zu denken, aber da bin ich auch überzeugt, ihr könnt das, weil ihr wächst in einem System auf, in dem sehr viel schneller die Dinge sich ändern, sehr viel mehr Bewegung sichtbar wird, sehr viel mehr Handlungsdruck auch sichtbar wird jetzt. Ihr seid die erste Generation, die jetzt eigentlich so konfrontiert ist mit dieser RPG-1-Verdichtung nach innen. Und da tun wir uns immer noch wahnsinnig schwer damit, in den Städten und Gemeinden das auch entsprechend umzusetzen. Jeder findet das Wachstum gut, niemand möchte zu viel bei sich. Und da braucht es eine neue Denkweise und ein gewisser Mut für die Zukunft, auch mal etwas zu wagen, qualitätvolle Entwicklung, wie man es zum Beispiel auch in Basel sehen kann, mit guten Entwürfen, aber auch an einzelnen Beispielen hier in Zürich oder in Genf. Vielen Dank. Ich glaube, ich möchte das als ein Schlusswort begreifen. Was wir sicher mitnehmen können, das beeindruckt mich immer wieder, wenn wir über räumliche Entwicklung sprechen, dann müssen und wollen wir auch über das Bauen, die bauliche Entwicklung, die Bewirtschaftung von Immobilienportfolios und so weiter sprechen, denn das ist eigentlich die Energie, das ist die Spannung auf dem Draht, oder? Also wenn wir keine Leute haben, Akteure, die bereit sind, auch zu investieren, dann werden wir die Räume gar nicht entwickeln können. Und sobald wir diese Büchse öffnen, dann sehen wir, dass sich verschiedenste Märkte miteinander zu verbinden beginnen. Also wir können dann die bauseitige, die planungsseitige, die räumliche Entwicklung nicht mehr verstehen, ohne dass wir einen Anlageentscheid verstehen, ohne dass wir Investitionen verstehen im Sinn von, was ist eigentlich eine Investitionshandlung? Was ist der Kontext? Das hast du uns wunderbar aufgezeigt, das war sehr hilfreich, denke ich. Und das Letzte ist dein Aufruf, wir brauchen alle Akteure am Tisch. Ich habe einzelnes Kopfschütteln gesehen, das verstehe ich, oder? Also man sagt ja, wenn man jung ist und das Herz nicht links und nicht links ist, dann hat man kein Herz. Und andere böse Zungen behaupten, wenn man etwas älter ist und das Herz immer noch so links, dann hat man keinen Kopf, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. Also wir brauchen alle zusammen, um irgendwie gemeinsam hier weiter zu denken. Wir haben nächste Woche keinen Gast, genau, da habe ich nochmals die Ehre zu bestreiten und da geht es eigentlich weiter bis zu den Sommerferien. Ich habe eine E-Mail nochmals erhalten wegen der Prüfung. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, es wird eine Arbeit geben, keine Prüfung, weil das so im Vorlesungsverzeichnis steht. Und nächste Woche habe ich Zeit genug, um euch eine Aufgabenstellung und den entsprechenden Zeitplan vorzustellen. Also noch etwas Geduld bis nächste Woche. Patrick, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input und euch eine gute Woche. Danke. Danke. Danke Samuel für deine Frage. Danke für die gute Frage.